Hallo, mein Name ist Inga Wingerova. Ich komme aus Weißrussland und arbeite als psychologische Beraterin. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Und in diesem Video mache ich so einen kleinen Kurs, beziehungsweise ich mache mehrere Videos zu diesem Thema. Ja, wieder zum Thema Selbstliebe. Es wird viel über die Selbstliebe gesprochen. Aber kein Mensch erklärt wirklich, wie das geht, richtig? Und in diesen Videos versuche ich dir zu erklären, was das ist. Das ist wie genauso wie ein Schulfach, wie ein Fach in der Schule, welches man erlernen sollte, wenn man das nicht von seinen Eltern bekommen hat. So, Selbstliebe ist natürlich ein Prozess. Es ist nicht so, dass du jetzt vielleicht hier was aufschreibst von dem, was ich hier sage, und dann gleich funktioniert es. Selbstliebe muss man in sein Leben integrieren und das dauert natürlich, bis das Ganze zur Normalität wird. Und wenn du vielleicht 20, 30, 40, 50, 60 Jahre dich nicht wirklich geliebt hast, nicht deine Schuld, dann brauchst du natürlich jetzt auch Zeit, um dich anders zu verhalten, um dich anders, besonders zu dir selbst zu verhalten, dich selbst anders zu behandeln. Und dann fangen wir an. Also der erste wichtige Punkt ist natürlich, sei gut zu dir. Kritisiere dich nicht. Rede mit dir nicht auf diese Weise, ach, ich bin schon wieder so fett geworden oder oh, wie sehe ich denn aus oder ich und schon wieder habe ich den gleichen Fehler gemacht und schon wieder habe ich was vergessen und schon wieder war ich unsicher oder ich habe mich komisch benommen und so weiter. Keine Kritik. Sei gut zu dir. Sag nur was Positives zu dir. Bau dich ständig auf. Lobe dich. Finde immer was Gutes an dir, was Positives. Zweiter Punkt. Vergiss nicht, wenn du dich kritisierst, wenn du über dich schlecht denkst, über dich schlecht redest, mit dir selbst zum Beispiel, ja, dass dein Unterbewusstsein keine Kritik kennt oder kein kritisches Denken hat. Das wird alles glauben, das wird alles übernehmen und du wirst dich automatisch so benehmen, dass es für dich nicht gut ist, weil du musst ja dir ständig beweisen, dass du so eine blöde Kuh oder fett bist, dumm, hässlich, alt und so weiter. Diese Programme installierst du dir praktisch selbst, immer aufs Neue und dann verhältst du dich genauso. Denk daran, ab heute nur positive Gedanken an dich selbst, keine Kritik. Baue dich ständig auf und unterstütze dich immer, egal was passiert. Werde für dich selbst eine liebende Mutter, ein liebender Vater oder eine beste Freundin oder ein bester Freund. Das ist sehr wichtig. Und du kannst dich richtig verwöhnen. Richtig, richtig verwöhnen. Gib dir das Beste, immer. Entscheide immer für dich, für dein Wohl. Das ist sehr wichtig. Werde für dich ein Schatz. Werde für dich das Wichtigste, was du hast. Du wirst nie übertreiben, wenn du jetzt Minderwertigkeitskomplexe hast. Es wird dann genau das Richtige sein. Die richtige Dosis sein, wenn du... Mach dich zu einem Schatz. Zu etwas, was sehr, sehr wichtig für dich ist. Unbezahlbar. Etwas, was du immer gut behandelst. Etwas, was du immer an die erste Stelle stellst. Das hat nichts mit dem Egoismus zu tun. Wir sprechen hier von einer gesunden Selbstliebe. Bereinige dein Leben von allem, was du nicht tun willst, was du ohne Liebe tust, von Dingen oder Tätigkeiten, Arbeitsstellen und natürlich Freunden.
Freunden, die dir nicht gut tun, die dich energetisch aussaugen, die ihren emotionalen Müll bei dir ablagern. Und von allen Menschen, die dich nicht inspirieren, sondern runterziehen. Du weißt ja, welche Menschen dich inspirieren und dir Energie geben und welche nicht. Das weißt du ganz sicher. Du musst für niemanden etwas tun, niemandem gefallen. Du kannst immer Nein sagen zu den Tätigkeiten, die du nicht magst. Es gibt natürlich immer Tätigkeiten, die wir machen müssen. Das sind Ausnahmen. Wir müssen unsere Kinder in den Kindergarten zum Beispiel oder in die Schule bringen. Wir müssen unsere Steuererklärung ab und zu machen und so Sachen. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Tätigkeiten, die du ständig ausübst, die dich kaputt machen, die du eigentlich hast, ja, die du überhaupt, wo du keinerlei Liebe empfindest. Diese Tätigkeiten, stoppe diese Tätigkeiten. Mach nichts, was du nicht willst, denn du vergewaltigst dich jeden Tag damit. Und das ist keine Selbstliebe. Damit zeigst du, dass du dir selbst absolut unwichtig bist, dass du funktionieren musst. Das ist keine Selbstliebe. Manchmal kann es passieren, dass du, wenn du bestimmte Menschen wegschickst und du sagst, ich kann dich im Mondschein begegnen, wie man so sagt, dass diese Menschen dich plötzlich emotional manipulieren. Die sagen, wie kannst du nur, die werden versuchen, dich durch deine Schuldgefühle zu manipulieren. Zum Beispiel, du hast mir ja versprochen, dies und jenes zu tun. Wie kannst du das, oder wie kannst du mich jetzt verlassen, wo ich so Schwierigkeiten habe? Spiele nicht mit. Das hat mit dir nichts zu tun. Du musst gar nichts. Diese Menschen werden immer manipulieren. Das haben die schon ihr ganzes Leben getan. Du denkst an dich. Du musst hier in solchen Situationen Grenzen setzen. Du darfst und solltest Grenzen setzen. Also gehört ein sofortiges Sagen, wenn dir was nicht passt, auch zu der Selbstliebe. Das heißt, wenn dir etwas nicht passt, wenn es dir was nicht gefällt, wenn dich etwas nervt, musst du das sofort sagen, damit du keinen inneren Konflikt bekommst. Die Person wird deine Grenzen kennenlernen und du wirst auch befreit von irgendwelchen Schuldgefühlen, von Enttäuschungen und so weiter. Und du solltest nichts aushalten. Wenn was nicht passt, sofort sagen, die Situation beenden, die Situation verlassen oder die andere Person ändert ihr Verhalten. Mach in deinem Leben das, was du wirklich willst. Höre auf dein Herz und hab keine Angst, den Weg zu gehen, der dir gefällt. Tätigkeiten auszuüben, die dir gefallen, die dir gut tun, die dich mit einer neuen Energie inspirieren, die dich mit einer neuen Energie aufladen. Hab keine Angst, du hast eine Berechtigung, so zu leben. Das ist deine Geburtsrecht, so zu leben. Du darfst das immer. Denk daran, wenn wir Angst haben, anderen Menschen Nein zu sagen, wenn diese Menschen von uns etwas erwarten und wir das eigentlich nicht wollen, was diese Menschen von uns erwarten, wenn wir Nein sagen, dann sagen wir Ja zu uns. Wenn wir Ja sagen, sagen wir Nein zu uns. Das heißt, wir verletzen uns selbst immer wieder. Das ist keine Selbstliebe. Es muss ganz anders sein, umgekehrt. Erst die Grenze setzen, sagen, nein, das tue ich nicht. Und das ist die Selbstliebe. Und nicht, ich tue das und ich verletze mich selbst, damit ich diese anderen Menschen nicht enttäuschen kann. Blödsinn. Es handelt sich hier nicht um die Selbstliebe. Tu das, was du willst. Tu nichts, was du nicht willst. Mit kleinen Ausnahmen. Das ist die Selbstliebe. Sei gut zu dir.
Okay, das war mein Video. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video von mir, deine Inga. Yeah.